Resident Evil 4. Jo, weiter geht's. Bei der Nachsynchro von Resident Evil 4. Part 27. Noch im Zielschieß-Wettbewerb hier. Und einmal das Mikrofon weiter weg. Übrigens mal eine Frage und was für die Kommentare für euch. Soll ich diese Zielschieß-Videos weiterhin aufnehmen oder meint ihr, das soll ich offscreen machen? Ich werde es auf jeden Fall noch weitermachen, also denn es gibt halt noch ein bisschen Zusatzkohle und es ist manchmal doch erratsam, das noch zu machen, weil seht ihr gerade, was wir verbrauchen nachher noch, seht ihr das? An Kohle für die Upgrade der Waffen und ja, das ist dann doch extrem, was man da ausgibt und wird ja auch nicht weniger, wird ja eher mehr. Deswegen an euch halt die Frage in den Kommentaren, wollt ihr, dass ich es weiter aufnehme, wie ich Zielschießen mache, oder soll es rausgeschnitten werden, dann, wenn es fertig ist. Weil prinzipiell seht ihr nichts anderes, als dass ich irgendwie auf welche Pappfiguren oder Papierdinger hier schieße. Holzfiguren. Und dahin dieser Schießscheibe, die bringt 5 Punkte. Das bringt Ashley Minus, wenn er sie trifft. Ja, 6 Preise gibt es für jedes Mal. Da haben wir nach. Und dann können wir zum Bruder des Händlers gehen und unsere Waffen zurückgeben. Und dafür die Kronkorn-Kastine, die 6 Stück, die wir dafür bekommen haben. Und natürlich unser Geld, da die 2-Reihe jetzt komplett ist. 25.000. Und weil ihr es immer sehen wollt, was es für Dinge sind, machen wir es jetzt mal kurz. Die 2. Reihe der Kronkorn. Da hätten wir zum einen Don Rosset. Oder eben auch Don Diego. Und eben auch Don Esteban. Und Forastero. Don Manuel. Auch dabei. Iniesta. Dr. Salvador. Auch bekannt als der Kettensägen-Heini. Und eine Kettensäge ist nicht genug, wir brauchen gleich 2 davon. Die Bella-Schwestern oder auch Bella-Sisters im Englischen. Das muss man mehrmals hören, sonst mit einem das ist es zu leicht. Ja, sofern war's das eigentlich schon mit dem Zielschießen. Jetzt können wir einkaufen gehen mal hinter. Zumindest können wir, glaube ich, was upgraden. Ja, seltene Ware. Wir haben seltene Schätze zu verkaufen. Deswegen hat er seltene Ware anzubieten. Wir kennen das ja schon. Spinell, 10 Stück. 20.000 gibt das. Das ist nicht alles. Ja, also das, was man jetzt hier sieht, ist natürlich ein absoluter Ausnahmezustand, weil wir haben jetzt hier tatsächlich jetzt locker mal 40.000 bis 60.000, 70.000 Euro gleich mal hier jetzt geholt. Aber es wird halt nicht immer so sein. Wir bessern das Sturmgewehr auf. In allen Belangen und auch die TMP in der Stabkapazität. Jo. Und das war's dann auch. Wir kommen jederzeit wieder, aber erstmal müssen wir abspeichern, weil wir haben ja wieder was geschafft. Und das muss man ja mal abspeichern, wenn man was schafft. Ja, ich habe auch gesehen, am Anfang des Videos habe ich wieder mein altes Intro benutzt.
Oder eine Frage, soll ich das alte Intro weiterverwenden oder sollte ich jetzt das Intro, was wir sonst immer hatten, dieses mit dem Auge weiterverwenden? Also das wäre auch mal eine Frage an euch, wie ihr das denn so einrichten wollt, ob ihr das haben wollt. Also ganz Intro weglassen kann ich nicht, das sage ich schon mal vornherein, aber ihr könnt jetzt entscheiden, ob ihr das alte Intro möchtet, also das, wo die halt draufsteht, oder das mit dem Auge drauf. Wäre dann einfach mal nützlich, einfach nur zu schreiben, was ihr sehen wollt, und dann mache ich das dann in den nächsten Videos dann halt. Ja, jetzt kommt der Teil, den ich nicht mag. Ich habe ihn gehasst. Der nicht auf Live spielbar ist. Aber ich habe ihn gehasst, als ich ihn gesehen habe zum ersten Mal. Bei meinem Freund, der halt Nimbi ist. Und dieser Typ da, der zuckt doch schon so, oder? Ja, das, was jetzt Ashley gemacht hat, dürfen wir jetzt mit ihr machen. Und dass wir hier ausweichen müssen. Der zuckt auch schon da hinten. Das sehe ich doch schon von hier. Der zuckt doch schon hier. Aber das Komische ist immer weil dieselbe Kombination. Das ist immer L1 Ernst. Beim ersten Mal und beim zweiten Mal Viereck X. Und der sieht irgendwie sehr, sehr zufrieden aus, der Löwe da. Warum auch immer. Und da ist der erste Kelch. Ja, was jetzt kommt, wir müssen auch gegen Ritter antreten. Diesmal würde ich antreten. Ashley konnte sich ja diesen Ritterangriff entziehen. Durch geschicktes Davonlaufen, aber wir können das dieses Mal nicht. Wir müssen diesmal gegen die kämpfen. Und haben uns dafür immer eine schöne Heilung geholt. Ja, und jetzt holen wir uns diesen Kelch denn mit, oder diesen, was auch immer das ist. Möge der Zorn des Bösen den treffen, der die Ruhe des heiligen Kelchs zu stören wagt. Den Gral des Königs nehmen. Ja, den nehmen wir doch einfach mal. Und dann hätten wir schon mal einen versorgt. So, die Viecher sind eigentlich das Plagers. Wir müssen den Typ den Helm abschießen. Was sicher eine sehr spannende Aufgabe ist. Ist auch relativ noch einfach, wenn die Ei nicht erwischen würden. Und ja, müssen wir natürlich auch höllisch aufpassen, dass uns die Schwerter nicht erwischen, die schwingen. Und ja, wenn wir jetzt drei haben, Lagers, machen wir einfach die Blendgranate, weil somit können wir uns noch vorbereiten mit dem Rest unserer Munition auf den zweiten Teil der Sonne, weil es ist noch nicht vorbei mit einmal. Es muss zweimal gemacht werden. Und denkt nicht, dass jetzt nochmal so normaler Plagas rauskommen. Nein. Jetzt fahren sie etwas schweren Geschütze auf. Auch Plagas, aber andere Plagas. So wie ich finde, die schweren Plagas. Nämlich die Kopfabweißer-Plagas. Die mag ich gar nicht. Deswegen haben wir auch hier sofort Blendgranaten benutzt, weil, ja. Das macht das Ganze einfacher und ich habe auch wirklich da mal. Ich habe überlegt, ob ich hier wirklich die Plagas mit der Handgranate ausschalten sollte, wirklich, oder ob ich das mit dem Schrotgewehr mache. Und ja, für mich war es einfach sicherer, wenn ich hier diese Dinge nutze, weil die können sich auch richtig breit machen, die Plagas, also richtig weit ihren Hals da machen. Ja, ist mobil, aber das hat schon keinen Frisch, sagen wir, zweimal schießen, also habe ich gleich dann noch die. Die Blendgranate nutzt und ja, dann war es auch da weg. Hab ich eben Blendgranaten gesagt? Ich meine natürlich Blendgranaten. Immerhin haben die ein bisschen Kohle gebracht und ja. Natürlich auch noch nachladen müssen wir. Sonst hat das keinen Sinn. Ja, das war eigentlich schon der Teil, wo ich gesagt habe, das wird wahrscheinlich der etwas schwere Part in dieser Session werden. Ihr seht, jetzt haben wir schon wieder 76 Munition.
Anfang hatten wir über 6 von 36, glaube ich. Also schon beachtlich, dass wir jetzt schon wieder eingespart haben an Munition, viel Pistole. Und wenn jetzt keiner mehr, der uns schlagen will, das ist ein gutes Zeichen. Ja. Und ich denke auch, ihr habt verstanden, warum ich Ashley nicht dabei hatte hier. Aber einen Brief gibt's zu lesen. Erhaltene Probe. Louis, schön. Wie du vielleicht weißt, hat Lord Settler Sarah beseitigt. Die Probe ist, wo sie hingehört. Ich hatte gehofft, alles könnte geregelt werden, ohne den Lord zu belästigen. Hauptsache, die Probe ist wieder da. Ich freue mich maßlos. Jetzt, wo die Probe in unserer Obhut ist, ist es schwer für die lästige Frau heranzukommen. In dieser Hinsicht ist es schade, dass Sarah gehen musste. Auch er hätte eine strahlende Zukunft vor sich gehabt, hätte er unseren Glauben geteilt. Das Schicksal der beiden Amerikaner hat der Lord in unsere Hände gelegt. Wir dürfen ihn nicht enttäuschen. Wir werden Ashley fangen und vor den Lord bringen. Okay. Ich frage mich eigentlich, wer das da uns schreibt. Im Dorf war es ja relativ ersichtbar, wer es geschrieben hat. Man hat doch dauernd gemerkt, wer es war, denn man hat die ja, wie soll man sagen, man hat ja diese manchmal auch Unterschriften von dem Bürgermeister drunter gefunden. Also man wusste auch, wer es schreibt. Und ich denke mal, hier ist es der Salazar, der das schreibt. Ja, dieses Rätsel hier ist auch mehr oder weniger schwer. Bodenplatten, Statuen. Ja, da muss man nicht mehr zu sagen. Wir müssen halt die Statuen auf die Bodenplatten schieben. Aber da wir nur zwei haben und wir vier brauchen, nehmen wir einfach nur uns beiden auch nur als lebende Statue und stellen uns halt auf die Bodenplatten drauf. Und dann haben wir das Rätsel auch schon gelöst. Wait. Es ist klar, dass solche Rätsel natürlich exorbitant schwer sind, also ist keine Frage. I think you've lived long enough. Let's see if you can survive this time. Hier ist eine Lebenshilfe, was kann man schaffen, also. Oh! Und diese Falle ist legendär bei Resident Evil. Die darf bei Resident Evil nicht fehlen, diese Falle. Auch wenn diese hier leicht austricksen ist. Ja. Und die gab es ja auch im ersten Teil Resident Evil. Da gab es sogar noch einen netten Satz. Und zwar war es damals Jill, die da reingetappt ist in diese Falle. Und wurde dann von Barry gerettet. Barry hat dann diesen schönen Spruch an Lippen, wie heißt das? Ich glaube, auf Deutsch hieß das, bald wäre aus dir Jill Sandwich geworden, hat er, glaube ich, gesagt. Ja, also das Jill Sandwich, da gibt es mehrere Interpretationen davon, wenn man bei YouTube, und einfach mal Jill Sandwich oben in das Suchfeld eingibt, da werdet ihr fündig werden. Jetzt eine ganze Menge Jill Sandwich Dateien oder Videos. Da könnt ihr mal gucken. So. Da war Blut eben auf dem Boden und jetzt kommt der Grund, warum der glaube ich gut ist. Die haben einen Bohrer! Ja. Da hilft nur unser Sturmgewehr, unser halbautomatisches Sturmgewehr. Eins, zwei. Nein, follow me, ja. Und ich weiß gar nicht, ob das Ashley überlebt hätte. Weil er hatte die Ritterrüstung an. Und das ist ja eigentlich nur Holz da, was die haben, oder? Auf jeden Fall ist es, denke ich mal, ja, ich hätte es überlegen können, aber ich wollte es in dem Fall auch nicht ausprobieren. Also habe ich das Ganze mal gelassen und einfach jetzt mal so gemacht. Und es hat sich auch ein bisschen gelohnt, würde ich mal sagen. Wir haben jetzt einige Sachen noch gefunden.
Und auch den Kelch finden wir jetzt gleich noch. Und das Schachbrett finden wir jetzt auch noch. Das ist auch immer da bei Leon, also... Hätten sich die Mieter schon mal ein bisschen Gedanken machen können. Ich meine, es ist klar, dass irgendwann Schätze an bestimmten Orten, bestimmten Kapiteln vorkommen müssen, aber hätte die auch vertauschen können irgendwie. Hätten die ja auch sagen können, da was anderes reinlegen können. Wir hätten zum Beispiel das Schachbrett vielleicht abschießen können bei den Statuen anfangen, oder man hätte dann jetzt hier dann die grüne Innenstadt finden können, aber okay. Wenn die Entwickler meinen, das muss so sein, dann muss das so sein. Ja, jetzt sind wir so fertig und jetzt müssen wir ein paar Kapuzenhainis ihren Schildern und ihren Morgenstern entlasten, denn das wird jetzt lustig. Aufpasse. Da sehen wir sie schon. Wie sie gierig nach unserem Fleisch ihre Hände ausstrecken. Das klingt schon wieder so. Ich hätte irgendwie den Finger auf R1 nicht immer griffbereit sein. Dass ich die zweite getroffen habe, war eigentlich immer so ein Traum. Immer zwei Treffen auf einen Schlag. Ja, den kommt nichts mehr raus. Ich möchte mir eigentlich an dieser Stelle auch den Vergleich mal erlauben, dass diese Typen dann, die da rauskommen, immer aussehen wie so kleine, Hühner, die keinen Kopf mehr haben. Das ist das gleiche Prinzip, glaube ich, da. Erst die Dame ihren Kelch bekommen. Die ist auch schön, welcher Kelch für welchen ist, denn haben ja rote und blaue Farben unterlegt und den Gesichtern, glaube ich, sogar. Also man hätte es auch theoretisch anhand der Farben herausfinden können, wer für wen ist, aber man hätte es auch anhand der Bilder machen können. Oder man tauscht halt die beiden Kelche so lange, bis halt das passiert. Jetzt wollte ich weitergehen ohne Ashley. Da glaube ich zumindest, das war so. Ja. Man vergisst manchmal, dass man sie wirklich braucht. Follow me. Ja, dieser Raum hier ist grundlegend zum Einsammeln da. Zum Einsacken von Kohle. Und zum Ermorden einer Schlange, die ich hier beim ersten Mal versäumt habe. Obwohl ich sie treffen hätte müssen. Also, keine Ahnung, warum die ja da anderer Meinung sind wie ich, aber ich habe die Schlange hier nicht gekillt, aber da hinten müsste sie gleich sterben. Sie hat uns was ganz Tolles hinterlassen, sogar. Ein goldenes Ei. Und damit ist auch die Legende bestätigt, es gibt goldene Eier in Resident Evil 4. Ob Resident Evil 5 jetzt goldene Eier, aber ich glaube, Resident Evil 4 war so der Teil, wo es zum ersten Mal Hühner und auch Eier gab. Ja, wir haben heute den 21.02.2011 und jetzt finden wir etwas, was uns Aufschluss gibt über die nächsten Gegner, die wir treffen werden. Das ist eine Lampe. Was gehört denn da rein? Richtig, Augen. Und die finden wir in der Mitte dieses Saales da. Denn unsere Freunde, die Käfer, sind wieder da. Unsere Insektenkäfer. Und dieses Vieh da ist da. Und was wir nicht wissen, was es ist, sieht auf jeden Fall sehr ekelhaft aus. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder bei dem nächsten Part.